Überwachtes Anwesen. Ja, dann, wieso Anwesen? Wir brechen jetzt bei der Feuerwehr ein, um, ja, an dieses Boot ranzukommen. Na dann. Bin ich mal gespannt, was mich da erwartet. Oder ob ich jetzt da rumlaufen kann oder ob das wieder so ein Wert nicht entdeckt. Und wenn doch, weil das eh unausgänglich ist, muss ich prügeln mäßig wird. So, Rekrut, wie lautet dein Name? Pete. Peterson, Sir. Okay, Pete Peterson. Als Feuerwehrmänner sind wir Teamspieler. Teamspieler! Hab ich recht, McGurky? Was? Du hilfst ihm nicht. Es bedeutet, wir wissen, was die anderen Kollegen denken. Welchen Kuchen mag ich am liebsten, Pete Peterson? Schoko? Sogar der Frischling weiß das! Nun, Pete Peterson, dann wollen wir mal mit deinem Training beginnen. Was soll das denn? Ich hab dir noch nicht mal Anweisungen gegeben. Entschuldigung, ich war etwas aufgeregt. Das sah eher so nach Polizistentraining aus. Feuerlöscher sind keine Spielzeuge. Ich glaube, das ist mein Geburtstag. Denen spielt man nicht rum. Folge mir hier rüber. Das ist Officer Lopez Delgado. Hola. Er wird deine Grundausbildung übernehmen. Ich muss einen Vortrag über die Wichtigkeit der richtigen Sorte Geburtstagskuchen vorbereiten. Ja, das. Du bist Pete, richtig? Das ist wunderbar. Erstmal müssen wir dich aber in einen richtigen Feuerwehrmann verwandeln. Stimmt's? In der mittleren Garage ist eine nagelneue Uniform. Falls du die Tür irgendwie aufkriegst. Cool, es stinkt diesmal nicht mal, was ich anziehen kann. Yay! Vielleicht mit diesem Hebel hier? Ja, das wäre ja auch zu einfach gewesen. Keine Sorge, Chase, wir sind doch Astronauten. Hallo. Da. Juhu, hab das hinbekommen. Na gut. Ich denke mal, das wird ein Farbwandler. Und darum muss ich ein böser Einbrecher sein. Wunderbar. Gut. Bin immer gespannt, wie meine Ausbildung laufen wird. Moment, was habe ich denn jetzt für eine Farbe genommen? Irgendwie gar nichts, hallo? Ich brauche Lila. Ach, ich hatte schon Lila? Das ist sehr interessant. Das Garagentor könnte wirklich eine Flexfarbe vertragen. Ich vergesse dauernd, dass die, wie heißt's, die Symbole nicht direkt anzeigen, welche Farbe man braucht, sondern dass das immer violett ist. Das Garagentor sollte mal jemand fertig streichen. Ja, tschüss, ich weiß, hab fertig. Aha, ein Hinweis. Gut. Und hier ist dann meine schicke neue Uniform drin. Dann fehlt uns noch eine oder zwei. Na. Noch eine. Okay. Du bist wohl ein echter Schnelldenker, ne? Oh mein Gott, es brennt. Lassen wir es langsam und behutsam angehen. Oh nein, sieh nur, eine wahre Feuersbrunst. Prima, gut gemacht. Du, das war Intuition. Gute Arbeit. Warte kurz, die Tür ist verschlossen. Nein. Und ein unschuldiges Ventilrad steckt dahinter fest. Und hier, schau, eine Feuerwehraxt. Ob du mit dieser Axt irgendwie diese Tür klein kriegst? Keine Sorge, das gibt doch keinen Ärger. Ich muss sagen, es ist eines der geilsten Stories, die ich je gespielt habe, weil es sich kein Stück ernst nimmt. Hier und schnell zum Punkt kommt. Okay. Du bist doch groß und stark, oh? Gut. Oh je, sieh dir das nur an. Wird er dafür bezahlt? Kameraden hat aus Versehen den Schlauchdruck zu sehr erhöht. W-
wer ihm da wohl helfen könnte. Na, vielleicht jemand mit einem Ventil. Ja. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Ein Ventil, um den Druck... Hast ganz schön lange durchgehalten. Das muss ein neuer Rekord sein. Bueno. Das hast du ja schnell erledigt. Ich bin beeindruckt. Bereit für den nächsten Abschnitt? Noch mehr, ja, cool. Verrücktes auf uns wartet. Ja, achso, da links, schade. Mach die Tore auf! Tore auf! Oh yeah, das ist so toll! Lalalala! Interessante Art zu springen als Feuerwehrmann. Kann ich da hinten auch die Fähigkeit benutzen? Also den Feuerwehrmann irgendwie verwenden, was auch immer. Oh nein! Ja. Schau! Ein paar deiner Arbeitskollegen sitzen auf dem Gebäude fest! Oh nein! Du bist ein super Schauspieler! Sag den anderen doch bitte, wohin sie das Trampolin tragen sollen, damit du deine Kollegen retten kannst. Nach rechts. Dahin. Fertig machen! Okay. Yay! Coole Sache, ist jetzt unglaublich schwer bisher. Toll gefallen! Ein Stück nach rechts. Nein, nicht so weit. Gut so. Gemacht. Okay, also mir hätte es gereicht, wenn man da zwei macht. Aber warum halt nicht vier? Bleib das Ding! Gut, und noch ein wenig nach links und dann haben wir auch den Abschnitt hier geschafft. Stopp! Geronimo! Das waren alle! Gute Arbeit! Yeah! Jetzt, wo sie sicher unten sind, können wir das Feuer oben löschen. Aber dein eigener Feuerlöscher reicht für diese Art Flamme nicht aus. Ja, die sehen noch irgendwie ganz anders aus. Aber diese hier, ja, die sind ziemlich beeindruckend, was? Ja, das sind sie. Hallo zu meinen großen Freunden hier. Schnapp dir eine von ihnen. Nehmen. Hervorragend. Die Wasserkanone hat viel mehr Reichweite als dein Feuerlöscher. Das war die Hälfte. Du bist ein echtes Naturtalent. Und fertig. Das war doch gar nicht so schwer, oder? Nein. Ich komme mir gerade vor, als würde ich das viel zu schnell machen. Ich lasse den armen Kerl nicht ausreden, aber irgendwie, das ist halt ein Tutorial. Es gibt da eine echte Notsituation. Oh nein, wo den? Ah, oh, du schauspielerst doch wieder, oder? Ja. Unser Stationsmaskottchen Admiral Pompon Morgins der Dritte sitzt fest auf dem Dach. Ich soll eine Katze retten? Oh ja! Jetzt wirst du den Arbeitsalltag eines Feuerwehrmanns in Lego City kennenlernen. Das klingt spannend. Katzen zu retten ist ein Hochgenuss. Weil sie ja meistens recht weit oben sitzen. Du musst aber erstmal irgendwie an ihn rankommen. Was könnte ich nur dafür benutzen? Oh, ich habe eine Kies-Tee. Ja, mach ich. Stress mich nicht. Ich bin Rekrut. Ja, das sieht doch sehr, sehr, sehr stabil aus. Gut, auf geht's. Ist mein Training bald zu Ende. Ich muss noch an das Löschboot kommen. Hat Winnie erstmal das Boot, verfolge ich ihn bis zu Rex. Aber das hier geht immer noch nicht. Schade. Also werde ich noch Muskelprotz als Verkleidung. Juhu. Gut, jetzt gehe ich da raus. Hüpfe. Einmal hoch. Na komm. Wunderbar. Ah, und kann ja... Habe ich diese Axt jetzt mal bei mir dabei als Feuerwehrmann? Das wäre nämlich ziemlich praktisch. Nicht wie beim, hier, der Heini, der so im Bergarbeiter hat. Mit seinem Dynamit, der immer wieder neue Sachen holen muss. Aber auch als Notration für dich. Miau. 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 Dann miau ich mal hier rauf. Okay. Und ich sehe schon, ich muss Bergbauer. Ey, wie heißt das? Moment. Bergarbeiter, so. Bergarbeiter werden. Denn nur als Bergarbeiter habe ich die passenden Münzen für diesen Automaten. Und springe das hier auf und mache ich wieder zum Feuerwehrmann und wow, das geht schnell. Ich bin so froh, dass nur noch eine Verkleidung kommt, denn irgendwann ist es einfach zu viel. Admiral Pompon hat unser vorheriges Maskottchen, Kommandant Kralle, abgelöst. Und glaub mir, Kommandant Kralle hatte seinen Namen verdient. Messerscharf bei Vertragsverhandlungen. Klingt irgendwie cool.
Das sind doch Namen für Maskottchen. So, ich bin Polizist und zieh die Leiter da runter. Na auf. Juhu. Wie schaffen das eigentlich die Leute hier, die weder Bergarbeiter noch Polizisten sind, diesen Test zu schaffen? Frage ich mich gerade ein wenig verwundert. Was ist das? Achso, verstehe. So. Fahr. Schneller vielleicht? Noch ein bisschen schneller? Und darunter, ja, reicht, was auch immer ich jetzt erreichen sollen. Ich dachte, ich muss mich hier hinstellen. Hä? Ah, nee, Quatsch, klar, da ist ja die Markierung. Wow, bin ich nein, nicht abbrechen. Also diese ferngesteuerten Fahrzeuge und ich werden niemals Freunde. Aber so geht das ja. Gut, jetzt muss ich ihr Fisch geben? Ach, zum Glück habe ich einen einstecken. Na, komm mal her. Ja, ich hab dich. Hallo? Du hast ihn gerettet! Juhu! Okay, dann sind wir hier fertig. Bis gleich drin bei der Geburtstagsfeier vom Brandmeister. Da gibt es eine Menge zu essen. Aber kein Schokokuchen. Hab ich gelernt. Okay, ich will ein Boot haben, Leute. Gebt mir ein Boot. Ich tue so lange herum. Oh yeah, das ist cool. Oh ja. Irgendwie sollte ich, wenn ich schon singe, mache ich richtige Texte überlegen. Das haben Sie aber schön hergerichtet hier. Wow. Ah, das könnten wir mal für Chief Dummy machen. Dann wäre er vielleicht auch nicht so mürrisch. Ich wollte schon sagen, es erinnert mich auch so ein bisschen an Dunby. So, was finden wir hier? Ah, cool, der einzige rote Stein in dem Abschnitt. Hey, Chasey, wie läuft's bei deinem neuen Job? Gut, aber ich muss den Brandmeister aus seinem Büro locken, damit ich die Tür zum Bootshaus aufbekomme. Ah, wirst mich schon nicht enttäuschen, Kleiner. Die letzte Person, die mich enttäuscht hat, hat die Farm gekauft, weißt du? Du meinst... Genau, selbst nach meiner Warnung vor dieser Fehlinvestition. Aber lass dich nicht unter Druck setzen. Du kriegst das schon hin, Kleiner. Jeder hat irgendeine Schwäche. Ja, gut, also schnell A drücken. Aha, ist jetzt nicht so kompliziert. Wunderbar. Gibt's hier wenigstens eine Belohnung für... Oh, tatsächlich. Charlotte Hannon. Dann sollte ich hier auch irgendwas kriegen. Würde ich mal so von ausgehen. Rennen. Chasey, rennen. Immer schneller. Mein Finger krampft. Oh je, mini. Und es gibt nichts. Enttäuschung. Pure Enttäuschung. Ich hasse Wasser. Gut. Ist hier noch irgendwas? Tischtennisplatten? Sehe ich das richtig? Also ganz ehrlich, ich will hier arbeiten. Man hat wirklich genug zu tun. Und wenn hier eh nichts brennt, außer... Ich muss Geschenke kaputt machen. Also nichts brennt und man nur Katzen retten muss. Hat man, glaube ich, dezent viel Freizeit, hier was zu machen. Okay, also so sympathisch mir der Honey da auch ist, weil ich seinen richtigen Kuchen da erraten habe. Gar nicht gut. Das kriege ich nicht hin. Die Köpfe drehen sich cool. Und ich kann meinen Feuerlöscher nicht gerade halten. Genau das Problem hatte ich auch. Ist schon besorgniserregend. Immerhin sind wir hier Feuerwehrmänner. Gut, dann teste ich das mal. Aber Geschenke darf ich auch noch kaputt machen. Gut, das wollte ich sagen. Meister Burns ist ja...